War in Ordnung, würde ich sagen. Verbessern das alles sowieso noch, von daher ignoriere ich das jetzt mal. Gepflegt. Waren es aber nur 4 Strecken. Okay, eine Garage. Shop. Kaufen. Bearbeiten. Anwenden. Und einen Angestellten, wir tun uns direkt einen Profi. Wir bekommen auch mehr davon. Wir haben mehr vom Profi. Sehr schön, gut zu wissen. Ich frage mich, was die Stufe nach dem Profi ist. Meister oder sowas in der Art? Kann ich mir gut vorstellen. So. Route 9. Maximal 10 Haltestellen. Puh. Die Frage ist, gibt es da oben noch ein Depot? Das andere ist ja hier. Dann fahren wir hier. Fahren vom Hauptbahnhof. Sollen wir 2 mitnehmen, ne? Dann machen wir hier so Schober Grounds. Siegwalden. Mist, Siegwalden haben wir dann auch nur einmal, ne? Heißt, Siegwalden fahren wir hier rein. Hier hoch. Hier. Hier. Und das war's. Wobei wir von hier noch hin. Schade, dass man nicht doppelt hin kann. Ups. Ja, dann belassen wir es mal hier dabei. Und machen dann hier eine Runde. Speichern. Ja, dann fahren wir Hauptbahnhof Flusspromenade. Wieder kein Event. Entsperren, entsperren. Entsperren, entsperren. Tempomat und Abfahrt. Ab zum Hauptbahnhof. Los geht die Fahrt. So richtig. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Ein paar Fahrkarten sogar, okay. Tag und 2 Stück. Danke. Bitte. Dann noch können wir durchgehen und gucken. Na klar.
klar. Hier, bitte. Ist hier eine Fahrkarte? Wo hab ich ihn schon... Augenblick. Ja. Klar. Meine Güte. Dann ab zur Arbeitergasse. Sehe nix. Das war so ein schöner Tag. Ich sehe mal noch den nächsten, muss ich warten, bis das Auto losfährt. Hey, der Witzke. Oh, geht los. Oh, was ist denn hier los? Wollen doch garantiert nicht alle in meinen Bus. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Natürlich. Danke. Bitte. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Danke. Bitte. Nicht geblinkt, aber egal. Wir beschreiben immer noch rüber. Lange nicht mehr gehört den Spruch. Komisch. Hoffentlich kommt er jetzt nicht wieder 300.000 Mal. Nächster Halt, Fischgrund. Echt? Oh, Tatsache. Tschüss. Tschüss. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Aber sicher doch. Danke. Bitte. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte. Nächster Halt, Siegwald. Eine rote Ampel. Wir fahren aber jetzt zum Glück nur kurz über die Brücke rüber. Oh, ich will noch sehen, wann die Ampel grün wird. Mal schauen, ob wir fahren dürfen. Ich habe gehört, jetzt dürfen wir fahren. Nächster Halt, Siegwald. Upp.
Ja, eine Fahrkarte, bitte. Eine Cheese-Fahrkarte. Danke. Bitte. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte. Danke. Bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Wochenfahrkarte. Eine Fahrkarte, bitte. Ich brauche einen Kaffee, eine Fahrkarte. Okay. Leider haben wir keine Fahrkarte. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Eine Wochenfahrkarte. Kannst du ruhig mit mir reden. Ich weiß nicht. Also, bist du noch Anfrage? Die Blumen zu gießen. Oh nein! Zeitlich irrt. Dass alle hier vorne rausgehen, ne? Ja, kannst du irgendwie reden, brauchst nicht so schüchtern sein. Danke. Eine Fahrkarte. Gerne. Darf ich was reden? Danke. Bitte. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ah, das sicher doch. Straße, sogar zwei Stück. Eieiei, Zeit, Zeit, Zeit. Zeit läuft uns davon. Oh Gott. Die letzte Folge von Winter der Leidenschaft hatte so viele überraschende Wendungen. Sieht aus, als ob der Baumstamm da irgendwie Sturmschaden hat. Hoch. So. Ey, was für ein Stau. Holy. Gut, dass ich auf dieser Seite der Straße bin. Der ist so nah hier dran, meine Güte. Ah, zu spät. Hey! Gehen Sie weg, die Tür geht nicht zu. Zwei Minuten Verspätung ab zur Ufer- oder Flusspromenade. Boah, halbe Minute haben wir in der Zeit, das schafft man nicht. Ey, ob wir die Zeit noch rausholen können wieder. Bloß kein Schlafloch mitnehmen. Immer schwer zu sehen, dass sie so spät kommen.
Und schaffen wir es hier durchzubrettern? Nee, schaffen wir nicht. Zumindest haben wir eine Minute rausgeholt. Etwa. Es sei denn, das ist noch gleich eine Ampel, aber ich glaube, ich sehe keine. Oh, wo sitzen wir auf der Parkbank? Geil. Nächster Halt, Flusspromenade. Alle draußen, ja, ne? Ja, fast. Nächster Halt, Augstraße. Das ist doch nicht euer Ernst. Zum Glück haben wir etwas Zeit. Mit ganz bescheuertem Dialog, nur um die Stille zu überbrücken. Oh, bitte, 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 bitte nicht rot. Was stimmt denn hier so? Oh. Eimerstraße. Dankeschön. Schön, dass sie uns auch häufig. Auf dem Konzert im alten Sägewerk. Die Band hat ausgesehen, als würde sie schlafwandeln. Furchtbar. Oh, really? Okay, Bodenschwellen unter 30, ganz vergessen. Schön, dass sie uns auch häufiger mal Vorfahrt gewähren. Obwohl wir auf der Vorfahrt, obwohl sie auf der Vorfahrtstraße sind. Das wäre da so ein bisschen einen gut haben, weil wir Bus sind. Oder das kommt mir auch nur so vor, kann natürlich auch sein. Oh, zum Glück ist bald Sonntag. Ich frage mich, ob die Ampelanlagen auch mal ausfallen können. Oder sind sie in der Nacht vielleicht aus? Also, weil es halt hier ja auch so gesehen eine Vorfahrtstraße ist, aber mit Ampelanlage. Würde mich ja schon interessieren, okay, da vorne, dass wir oh, das ist der Citaro, glaube ich, ne? Eine Minute haben wir noch. Und wir werden wahrscheinlich Zeit verlieren, weil wir den Bus gleich noch überholen müssten, prinzipiell, weil er wahrscheinlich hier beim alten Sägewerk anhält. Ja. Der LKW überholt nicht. Ist auch eine Kurve. Macht natürlich Sinn. Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja, die habe ich auch gesehen. Weil man ja eigentlich nicht sieht, ne?
Dann hält er wahrscheinlich auch gleich in der Oakstraße. Wenn alles schief läuft, wenn alles, was auch immer sie da gerade macht. Gestern war's super. Ich war nachmittags im Schwimmbad und hab dann die ganze Nacht im alten Sägewerk-Party gemacht. Also bei uns gehört auch in der Oakstraße, dann müssen wir noch länger warten. Also wenn ich mal beim. Gut, wir haben, könnten noch gerade ein gutes Timing, aber wir werden sonst mehr beim Schlechten, glaube ich. Oh, hört nicht. Oh. Oakstraße. Ah, wunderbar. Tschüss. Tschüss. Ich brauche eine Fahrkarte. Danke. Bitte. Oakville Zentrum, das ist auch schon zu spät. Oakville Zentrum. Ich hab's da gesagt. Was machen Sie so? Tja, ich war mal dank, aber das hat sich nicht mehr ausgesucht. Fuck. Warum schreit die Oma mir ins Ohr und eine Fahrkarte. Die antwortet, die hört man so gut wie gar nicht. Als ob die durch den ganzen Dings schreit. Danke. Ich denke, bitte. Ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Aber es hat. Aber natürlich. Nächster Halt. Siegwalden. Lachstraße. Mit der Pünktlichkeit können wir auf alle Fälle knicken. Direkt zwischen den Autos durch und wieder zurück. Ja, ja. Hoppa. Eine Fahrkarte. Ist ja aber viel los gerade. Danke. Eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte. Kommt sofort. So. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Natürlich. Winter der Leidenschaft ist auch nach 5000. Eine Fahrkarte, bitte. So spannend. Danke. Bitte. Ich komme nicht weg. Na ja gut, also pünktlich kommen wir heute nicht mehr, das steht schon mal fest. Wir kommen heute, glaube ich, mit, wenn wir Glück haben, höchstens 5 Minuten Verspätung an. Ja gut.
nicht. Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Das war Freizug links, Abin. Was ist denn da los? Menschensknas. Oh, Entschuldigung. Ist doch nicht so, dass wir seit 3 Minuten stehen. Ich weiß, dass der gedrückt hat, wenn wir jetzt wahrscheinlich im Rückwärtsgang sind. Wie schön, wir haben jetzt schon 5 Minuten Verspätung. Ich habe meinen Mann endlich überredet, Winter der Leidenschaft zu gucken. Jetzt ist er ein größerer Fan als ich. Okay, passt. Er lag eigentlich nichts für. Ich wünsche, ich wäre auch schneller. Keine rein, los, weiter, weg, 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 weg. Fischgrund, okay. Es ist ein reinstes Staufestival. Wir sind nicht mehr in der Rush Hour. Das darf man natürlich auch nicht vergessen, wir sind nicht in der Rush Hour. Ja, was ist nämlich, das ist nämlich, glaube ich, ein Güterzug. 1, 2, 3, 4, 5 Waggons sehe ich gleich. Da habe ich, guck mal, später nochmal nach, ob ich da in den Configs da irgendwie das ändern kann, dass da sich immer 40 Karsten bei Güterzügen oder so. Wenn das halt nur für Trains geht, dann wäre das blöd, weil 40 Waggons für Dings wäre halt ultra unrealistisch. Das ist der Wahnsinn, wie sich das hier gerade staut, ey. Ich hoffe, ich kann unterwegs ein bisschen schlafen. Ich hoffe, wir kommen heute noch mal an. Jeder hofft halt was anderes. Perfekt gepackt. Tschüss. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Parken kann ich, aber pünktlich sein, das kommt halt auf den Verkehr an. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Natürlich. Danke. Bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Wochenfahrkarte. Ich glaube, wir bekommen doch ordentlich Geld hier rein, weil wir halt so viel, Tickets verkaufen. Nächster Halt, Arbeitergasse. Oder verkaufen wir einfach normal viel Tickets. Mir kommt es nur gerade zu viel vor.
ist grün. Mann. Schade, dass der KI-Code so ist, wie er ist. Zum Teil. Zum Teil würde ich mir wünschen, dass die schon ein bisschen auch auf die Kreuzung rauffahren. Was hältst du davon, wenn wir morgen zum Strand fahren? Nächster Halt, Hauptbahnhof. Endstation. Bitte alle aussteigen. Das war knapp. Okay, das war. Achso, daher kommen die. Das sah ein bisschen rot aus für mich. Das müssen wir wieder halten. Da kommen wir nicht rüber. Oh. Knapp Kiste. Bei den ganzen Minuspunkten, die wir jetzt gesammelt haben, möchte ich aber nochmal eben den Dings sammeln. Soll ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? Du sollst aussteigen. Wie viele da drin gewesen sind, holy. Hätten vielleicht da nochmal durchgehen sollen. Zweimal Müll, da hat sich der Müll gepaart oder was? Einfach um ein paar mehr Pluspunkte zu bekommen. Ja, wir haben zu viele Minuspunkte für aufgrund der Verspätung eingeheimst. Wir brauchen ein bisschen noch was dazu. Also, wir haben so viel neutrale Punkte, sag ich mal, bekommen, weil halt Plus und Minus gewesen ist. Es wäre halt gut, wenn eine perfekte Halteposition Plus Plus wäre. Also sehen zwei Pluspunkte und gute Halteposition ein Plus. Ebenso fürs Timing, also wenn man perfekt da ist, heißt pünktlich, heißt wahrscheinlich 0 Minuten oder besser. Oder ja, besser als 0 Sekunden so gesehen, besser als komplett perfektes Timing. Dass es halt auch zwei Pluspunkte gibt. Und halt ein gutes Timing, was es gilt ja, glaube ich, von einer halben Minute zu spät bis eine Sekunde zu spät oder so. Dass das halt auch nur ein Punkt, ein Minus, ein Pluspunkt wäre. Also, dass man halt ein, ja, dass man was davon hat, dass man pünktlich ist. Sofern man in den Configs irgendwas einstellen kann oder das einstellbar ist, hätte ich das, denke ich, auch machen. Weil, keine Ahnung. Es muss irgendeinen Reward geben dafür, ne? Dann raus mit uns.
Oh, Achievement unlocked Kilo. Das heißt, wir haben wahrscheinlich 1000 Passagiere befördert. Neues Wrap, neue Farbe und neue Farbe. Level up. Nice. Heißt, wir sind ja schon 2 Level höher gestiegen, dieses nur in 2. In 3 Fahrten. Holy. Was? Schon 10? Jo, und 11. Puh, das ist ja schon ordentlich. 25.000. Wir haben 135.000. Quasi diese. Ist das eine Woche? Diesen Tag? Ne, diese Woche ist es, glaube ich, ne? Ja, diese Woche haben wir 135.000 verdient. Hm, das ist fancy. Jetzt müssen wir den hier noch mit den hier Dings noch machen und dann. Business Parks. Wo sind denn hier die Business Parks? Ist das hier das nach hinten? Tatsache. Uff. Das heißt, wir nehmen Hauptbahnhof wahrscheinlich. Wobei, Hauptbahnhof haben wir halt schon. Hauptbahnhof ist halt schon auf 10. Ne? Was ist denn das Höchste, was wir an Haltestellen haben? 10, 6, 7, 11 geht's sogar. 11. Ich glaube, das kann ich nicht lesen. 9. Das würde mich interessieren, ob es ein Maximum gibt. Schaue ich gleich mal nach. 10. 11. 11. Scheinbar, ja, 11 geht ja noch weiter nach oben. Ich glaube, die ist kurz vom Level ab. Glaube ich. Zumindest können wir das forschen, dass halt so das bedeutet. Flüsterweg und Lindner Straße, hier waren wir ja schon? Hier waren wir noch nie. Wo täuscht mich das? Genau, ich will nochmal hier einen Bus kaufen und den dahin packen. Wir waren heute sehr fleißig, wir haben viel Geld ausgegeben, wir haben auch ordentlich Geld wieder eingenommen. Angestellte, wir nehmen wieder einen Profi. Da ist mir auch egal, was für ein Profi das ist oder was der kann und so. 25.000, da bekommen wir wahrscheinlich wieder 14.000 dazu. Der Citaro. Der Profi, 17.000, perfekt. Dadurch haben wir dann 150.000, die wir dann jetzt pro Woche einnehmen können. Gibt leider keinen Eventbonus, aber durch Werbung kriegen wir auch schon wieder 10.000 oder 9.000 jetzt gleich beim nächsten Mal. Weil wir neue Busse haben. Aber das ist doch schon mal gar nicht mal so verkehrt. Das heißt, ich beende jetzt erstmal wieder den Stream. Take a body's high.